Aqua, Aqua, ey, ey, ich habe noch kein Aqua-Intro. Wer will eins machen? Und schreibt einfach mal einen Titel, ich werde es finden. Vielleicht ein animiertes. Aqua, Aqua, ey, Halli! Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Aqua, meine Damen und Herren. Heute zeige ich euch etwas Tolles, denn gestern im Stream ist was sehr Schönes passiert, meine lieben Freunde. Denn ich habe natürlich gestern wieder fleißig gestreamt, fast 2 Stunden lang. Wer das nicht verpassen will, auf Twitch einfach folgen. Link ist in der Beschreibung, meine Damen und Herren. Und meine lieben Freunde, ich zeige es euch einfach jetzt mal, was gestern passiert ist. Denn wir haben einen Delfinen, einen Delfin gefunden. Und ja, ihr seht es jetzt selbst. Okay. Wir haben einen fucking Delfin gefunden. Oh Gott, ich ertrinke. Lalalala. Ich weiß nicht, ob jemand schon Delfine gesehen hat, aber. Also von den anderen Teilnehmern. Aber es ist ja so schön. Guckt's euch an. Da ist ja noch mehr. Ne, ist eine Schildkröte. Ey, das ist ja richtig geil. Guck mal, da ist sogar. Jetzt sehe ich auch endlich mal so ein Unterwasser-Ding. Habe ich auch noch nie gesehen. Ja, krank, Alter. Und man wird Meereskraft, man wird anscheinend schneller neben Delfin. Und hier ist noch irgendwas. Was ist das denn? Sparky. Was? Ich check die Welt nicht mehr. Was ist das? Guck mal, ah, ich verliere kein Trinken. Kein Trinken, Alter. Kein Atem. Hä, ist das crazy? Und wie schnell dieser Delfin ist? Ist das schön? Hä, der kommt mir hinterher, oder? Oder bilde ich mir das gerade ein? Komm mit. Komm mit, mein kleiner Freund. Leute! Ich. Hä? Er kommt halt mit. Ja, moin. Hä, wie geil ist das denn jetzt? Am Ende ist es so ein Admin hier auf dem Server und der trollt mich die ganze Zeit, hat sich als Delfin verkleidet. Komm mit. Oh mein Gott, ist das schön. Ich nehme den mit zu mir. Komm mit, komm mit, komm mit. Ich ertrinke. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Komm bitte. Wo ist er hin? Da ist er. Hä, ist das geil. Okay, komm mit, komm mit, komm mit. Delfin. Komm mit. Leute, ich habe einen eigenen Delfin, endlich. Der gehört jetzt mir. Jetzt müsst ihr aber auch... Ich werde das, was ich gerade hier spiele, werde ich wahrscheinlich als im YouTube-Video reinhauen, Leute. Deswegen habe ich gerade die Musik ausgemacht. Also an die Leute, die gerade das Video schauen, schreibt mal in die Kommentare einen schönen Namen für den Kleinen. Wenn ich nämlich so ein Namensschild finde, kann ich den bestimmten Namen geben. So, komm mit. Ob ich den fangen kann, also ob ich den in so ein Gehege machen kann, stecken kann. Klingt zwar böse, aber... Ja... Kleiner Racker. Ja, da bleibst du bitte. Bleib da. Ach, das wäre so schön, wenn ich den fangen könnte. Ist das schön. Ein eigener Delfin. Ich glaub's nicht. Kann man mal machen, oder? Habt ihr das gesehen? Das ist ja so geil. Als ob die das so richtig geil gemacht haben. Ich finde das richtig cool von halt von Mojang, Minecraft, was weiß ich, Microsoft, Sony, dass sie halt jetzt mal so ein paar neue Tiere reingehauen haben. Vor allem Delfin, dass der halt auch noch so richtig geil rumspringt. Jetzt kann ich ihn fangen. Komm, 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 komm. Hallo. Komm bitte hierher. Ich würde ihn halt echt gern. Ich würde den halt echt gern hier in so ein Ding reinhauen. Er muss bloß herkommen. Oh mein Gott, wir haben Delfin gefangen. Ich glaub's nicht. Nein. Ah, jawohl. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Wir haben Delfin gefangen. Ich glaub's nicht. Geil. Okay, wir haben eigenen Delfin. Das Ding ist, viele denken jetzt bestimmt voll gemein, der Arme in dem kleinen Gehege, aber ich muss ihn ja erstmal kurz da drin fangen, damit wir ihm einen Namen geben können. Und ist es gerade schön, der steht. Guck mal, der hat ja auch genug Platz. Ich meine, so ein Delfin braucht nicht viel Platz. So. Ist das geil, wenn ich ins Wasser gehe, kriege ich eigentlich doch diesen Effekt. Jetzt gerade nicht.
Okay, perfekt. Nein, lass ihn. Ja, Leute, der muss jetzt erstmal hier bleiben. Das muss er jetzt mal aushalten. Sonst verliere ich den. Ich finde ihn ja nie wieder. Ich finde ihn nie wieder. Okay. Einmal noch hier. So. Geil. Eigner Delfin. Ja, auf jeden Fall, Freunde. Ich hatte ihn echt lang, wahrscheinlich so 10 Minuten und dann war er auf einmal nicht mehr da. In den Chat hat dann einer geschrieben, ey, Mo, die spawnen, also du darfst jetzt nicht so weit weggehen. Und dann bin ich wieder hierher gegangen und dann war er weg, Freunde. Dann ist noch das passiert, ich war mit Klim Farm und wir haben ein kleines lustiges Spiel gespielt. Pass auf, wenn da jetzt ein Huhn rauskommt, dann darf ich dich töten, okay? Nee. Wenn aus dem Eimer ein Huhn rauskommt. Wenn aus dem einen Huhn rauskommt, kannst du mir meine Rüstung wiedergeben. Okay, wenn aus dem einen Huhn rauskommt, okay, wenn aus dem Huhn ein Ei rauskommt. Wir machen es andersrum, pass auf. Wenn aus dem Ei ein Huhn rauskommt, dann muss ich bei dir irgendwas bauen und wenn nicht, musst du bei mir irgendwas bauen. Nee, er kann nichts bauen, Klim, dann tust du okay, dir keinen Gefallen. Also, wenn aus dem Huhn ein Ei rauskommt, dann kriegst du die ersten Diamanten, die wir finden. Und wenn nicht, dann krieg ich die. Wenn aus dem Huhn ein Ei kommt. Wenn aus dem Ei ein Huhn rauskommt. Ja. Hey, du weißt doch, was ich meine. Okay, das machen wir so. Okay, okay, okay. Und, Achtung. Also, wenn eins rauskommt, krieg ich die Diamanten zuerst. Ja, die ersten Diamanten. Nicht okay, ja, 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 klar. Dann, okay, und los. Geil. Und jetzt ist das hier einfach mein Hühnchengehege. Ich weiß auch nicht. Also, wir hatten einen Delfin. Wir müssen es so machen, wenn wir das nächste Mal ein Namensschild finden, Freunde. Und dann einen Delfin, dann geben wir dem direkt einen Namen, dass wir den nie wieder verlieren. Also, so machen wir das auf jeden Fall. Und, meine Damen und Herren, ihr habt gestern fleißig in die Kommentare geschrieben. Also, schreibt heute auf jeden Fall trotzdem nochmal Namensvorschläge für den Delfin rein, falls wir noch einen finden, wie wir den nennen sollen. Ihr habt gestern ganz viele Vorschläge gemacht und ich weiß jetzt so ein bisschen eigentlich, was ich bauen möchte und das zeige ich euch jetzt, Freunde. Also wer lustige Dinge wie gestern das mit dem Delfin nicht verpassen will, muss mir unbedingt auf Twitch folgen. Ich bin auch gestern ein paar Mal gestorben, also das war schon ganz witzig. Und ich höre einen Ronald. Zack. So, also Freunde, ich habe mir gedacht, passt auf, es würde sich ja anbieten, weil es einfach, das Ding ist, Zinus baut ja da nicht so ein, ich weiß nicht, ob Zinus da so ein modernes Haus baut oder eher so ein älteres Haus. Wir gehen es uns mal ganz kurz nochmal angucken, wie es aktuell aussieht, denn es wäre doch eigentlich cool, wir gucken mal, was er baut. Er baut ja eher sowas, okay. Ich habe mir gedacht, dass wir... Och, guck mal, das sieht ja auch geil aus, irgendwie mit diesen Löchern da in der Wand. Ich hätte mir fast gedacht, dass wir da unten, wo ich mein Feld aktuell habe, vielleicht wieder einen Leuchtturm oder so bauen. Dann von dem Leuchtturm so eine Treppe einfach nach oben, so eine richtig schöne Wendeltreppe hier nach oben. Also da ungefähr so den Leuchtturm hin, Leute. Oder halt einfach eine kleine Insel da machen und den Leuchtturm da auf die Insel. Das wäre eigentlich vielleicht auch ganz cool. Und dann geht hier halt eine kleine Treppe hoch und die Treppe führt dann halt hoch. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich weiß noch nicht ganz. Leute, schreibt, ihr müsst mir jetzt nochmal helfen. Ich weiß nicht, wenn ich es nicht vergesse, oben rechts ist jetzt eine Abstimmung bei dem I oder so müsste das sein. Ein modernes Haus, eine Villa oder eher ganz normal? Villa oder ganz normal? Weil sonst hätte ich mir gedacht, dass man hier oben einfach auf diesen Berg, dass ich den Berg halt hier wegmache, also ab hier so ungefähr, dass es hier oben flach ist, so eine richtig schöne Villa oder so reinbaue. Das heißt, dass wir viel Quarz brauchen aus der Hölle und das wird natürlich wieder ein Abenteuer, das überhaupt zu holen, weil ich weiß, wie oft ich sterben werde. Was haltet ihr davon? Hier so oben eine Villa auf diesem Berg wäre doch eigentlich auch ganz cool. Da müsst ihr jetzt mal oben rechts abstimmen, weil ich, wirklich, ich habe so viele Ideen mittlerweile, aber eben ihr dürft natürlich mitentscheiden. Also, gestern einen eigenen Delfin gehabt, wenn wir ein Namensschild finden, dann kriegen wir wieder einen. Ich werde heute wahrscheinlich nicht streamen, weil es einfach viel zu heiß ist und ich schwitze jetzt auch schon wieder wie ein Schwein
Und ja, Freunde, ihr habt's gesehen, wir haben den Delfin. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, diese Folge, ich dachte mir, ich muss euch das zeigen mit dem Delfin, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und stimmt ab oben rechts, schreibt in die Kommentare, wie ein Delfin nennen sollen, den nächsten. Und ja, Freunde, ich würde sagen, macht's gut und ciao.